Hallo ihr Lieben, wir sitzen hier in Burghausen, das ist in Bayern, auch wenn ich mich nicht so gerne in Bayern aufhalte, ihr wisst warum. Es ist heiß, es ist 36 Grad und wenn wir gleich reingehen, dann wird es noch heißer. Also viel Spaß beim Zuschauen, natürlich gibt es auch was zu gewinnen, baba. Andi, heiße Sache hier, wa? Heiße Sache, ja. Was machst denn du? Ich werde dir jetzt mal eine kleine Bon aufblasen für dich. Ah! Ja, Mann. Hey, Leute! Ja. Das ist das, wovon ich am Anfang sprach. Die Jungs hier, die haben gesagt, wenn wir schon ein Video drehen, dann möchten die für unsere User auch eine Bon erstellen. Und ich war verwundert, dass die das mal eben hier so hinkriegen. Also das sind echt Profis, Leute. Und wir zeigen euch jetzt mal ein paar Arbeitsschritte, wie so eine Bon eigentlich entsteht. Das ist jetzt ein riesen Glaskolben und damit machst du jetzt das Grundgerüst sozusagen. Genau, das Grundgerüst einer jeden Bon ist immer ein Glasrohr. Das portioniere ich mir jetzt runter in so kleine Stücke. So, um euch das jetzt mal hier begreiflich zu machen, ja, also wir haben draußen ungefähr gefühlte 40 Grad, ganz genau glaube ich so 35 Grad. Und ihr sitzt ja auch noch und vor diesen Geräten, ja. Ich meine, Respekt. Du, Andi, wie viel Temperatur hat oder bei wie viel Temperatur wird eigentlich so ein Glas gebrannt? Also die Flamme, mit der wir haben, die hat so ungefähr 600-700 Grad und wenn man Sauerstoff hinzugibt, dann haben wir ungefähr 3000 Grad, würde ich jetzt nicht mehr unbedingt reinfassen. Ja. Also sollte man auch seine Finger gar nicht so reinhalten, ne? Nee, aber Glas ist der schlechteste Wärmeleiter, daher kann ich das Glas auch sehr gut in meiner Hand halten. Weißt du jetzt schon, also du fängst jetzt so mal an, so ein Grundgerüst zu machen, hast du jetzt die Pfeife schon im Kopf? Weißt du schon, was du tust eigentlich? Also ich kann mir das nie vorstellen, so wie fängt man an? Ja, also das Grundgerüst solltest du schon immer im Kopf haben, da du anfangs immer schon wissen musst, was es ja mal wird. Also ich hab's immer im Kopf, ja. Okay, cool. Meine Erfahrungen sind, ich kenne Murano-Glas, das ist so ein italienisches Kunstglas. Ja. Und dann kenne ich noch das Borosilikatglas. Damit arbeiten, glaube ich, sehr viele. Was für Glas arbeitet ihr? Wir haben auch das Borosilikatglas hier, weil das eins der wenigen Gläser ist, die sich tatsächlich nach dem Abkühlen wieder erwärmen lassen. Das heißt, wenn das Glas einmal kalt ist und es geht irgendwas kaputt an der Pfeife oder an dem Kunstobjekt, das wir hier herstellen, dann lässt sich es immer wieder reparieren. Ah, okay. Das heißt also, wenn man jetzt normales anderes Glas hätte, wäre das gar nicht möglich? Genau, richtig. Es gibt 2500 verschiedene Glassorten auf dieser Welt und man kann keine mit der anderen wieder verbinden. Und wirklich nur ganz, ganz wenige kann man wieder erhitzen und reparieren. Okay. Verstehst du mich überhaupt? Ja, ja, auch mit Schlauch im Mund. Okay. Ich kann ja auch mit Wasserpfeife im Mund quatschen, also. Okay, sehr gut, sehr gut. Und jetzt denkt man so ein kleiner Laden hier, wie ihr den habt, der doch ziemlich groß ist. Kann man sich denn mit Glaskunst heute überhaupt noch schön über Wasser halten? Also ich stelle mir das schwer vor. Nee, kann man schon, wenn man Sachen macht, die wirklich besonders sind und die man fast nirgends sieht. Das macht ihr auf jeden Fall. Ja. Wir sind hauptsächlich ein Auftragsbetrieb. Und zu uns kann also jeder kommen und alles, jeglichen Wunsch äußern und wir setzen den so gut wie möglich um. Wir zeigen euch auch jetzt nochmal ein paar Bilder, kurz zwischendurch, was für tolle Objekte die Jungs hier machen. Ja. Und hier arbeiten insgesamt 4 Leute, müsst ihr euch vorstellen. Das ist also gar nicht so einfach. Von daher sage ich immer, Leute, hört auf, diese scheiß China-Bons zu kaufen. Unterstützt hier deutsche Handwerkskunst und schaut euch das an und dann sollte euch das auch das Geld wert sein. Ja. Schaut euch mal die Bilder an. Mhm.
So, jetzt bin ich hier mal neben dem Chris. Servus. Hi. Müsst ihr mal mit Sonnenbrille arbeiten? Das ist jetzt keine Sonnenbrille, das ist eine spezielle Brille, dass man eben filtert den hellen Schein von der Flamme eben immer raus. Damit erkennen wir das Glas in der Flamme viel besser und können so die Temperatur ein bisschen einschätzen. Aber ist das grundsätzlich jetzt, also wenn ich jetzt jeden Tag da reinschaue, ist das für die Augen eigentlich schädlich, in so eine Flamme zu schauen? Nee, ne? Nicht unbedingt. Nein, man sollte jetzt nicht den ganzen Tag hineinschauen. Aber beim Schweißen, weiß ich, ist es ja nicht gut. Das ist ein bisschen anstrengend. Das ist ja auch noch ein Stück heller. Aber deswegen haben wir ja auch die Schutzbrillen dann auf, dass wir da nicht den ganzen Tag reinschauen. Aber ja, das stimmt schon. Also, das ist nicht unbedingt gut für die Augen. Was machst du da jetzt? Ich mache jetzt gerade so Schnapsnasen. Du wirst jetzt hier schon, wie du siehst. Das sind so kleine Schnapsgläser. Oh. Ja. Da habt ihr so schöne Meterware da hinten stehen. Genau, ne? Ja. Ja, süß. Also Leute, da macht das Trinken doppelt viel Spaß. So, ich muss mal wieder rüber. Ja, gerne. So, der Andi kriegt also kaum mehr Luft, der hat immer noch den Schlauch im Mund. Es ist heiß, oder? Ja, Mann. Hey, jetzt sehe ich schon, du bist schon einen Schritt weiter. Da ist hinten schon sowas Bienenförmiges, sowas, ja, ein Bauch entstanden, ne? Du kannst es auch Bowl nennen. Bowl, okay. Yes. Aber es sieht echt schon sehr interessant aus. Ich habe immer gehört, Farbe wäre extrem teuer, die da reinzubringen. Jo, das ist richtig. Also Farbglas hat ungefähr den 10-fachen Wert von dem Klarglas. Okay. Allerdings werden wir hier jetzt in dieser Pfeife sehr wenig Farbglas verwenden. Ja. Es werden 3 Farbpunkte gesetzt, die definitiv jeder kennt. Das werden wir dann am Schluss sehen. Und jo, deswegen wird diese Bon wegen der Farbe nicht viel teurer werden. Wahnsinn. Wie lange gibt es euch eigentlich schon? Wie lange gibt es die Glaskunst schon? Die Glaskunst, die glaube ich, gibt es schon ewig. Aber unser Geschäft, wir haben... Nein, das muss nach dem Feuer entstanden sein, die Glaskunst, oder? Ja, natürlich. Nee, weiß man das ungefähr, wann so Glaskunst so wirklich jetzt, ja, also dass man es gekannt hat, dass man damit als Händler aufgetreten ist? Ja, also die ersten Funde waren wirklich im syrischen Raum. Okay. Da hat man halt oft, die Menschen haben das kennengelernt durch Blitzeinschläge in der Wüste oft, das hat man dann eben so Sandrosen, nennen sie das, oder Wüstenrosen. Ah, okay, ja. Und da sind wirklich die ersten Funde von Glas, also man sagt ja eigentlich, Glas wurde gefunden, nicht erfunden. Okay. Ja, wie wahrscheinlich wie vieles auf der Welt, durch Zufall? Genau, durch Zufall, und da hat man eben herausgefunden, dass man Sand schmelzen kann, dadurch dann Glas entsteht. Und das waren wirklich die Syrer eigentlich, im mesopotamischen Raum da unten, die das Glas für sich als erstes entdeckt haben. Ja. Und danach ist es erst zu uns rübergekommen. Und wie lange gibt es jetzt die Glaskunst, also das Geschäft hier? Das Geschäft gibt es seit 20 Jahren circa. Doch schon so lange. Mein Papa eben vor 20 Jahren eröffnet und wir führen das jetzt weiter. Aber wir sind ja hier im bayerischen Raum. Genau. Ich muss das immer erwähnen wegen den Wasserpfeifen. Hat dein Vater schon auch Bons? Schon. Ehrlich? Unzählige Bons gebaut. Wir haben ja da kein Problem damit. Wir dürfen ja alles bauen und machen. Benutzen ist halt das Problem. Ne? Ja, natürlich. Es ist ja auch nicht euer Ding. Es kann ja auch einfach nur in den Schrank gestellt genau, werden. Genau, das ist einfach ein Kunstobjekt, das wo wir dann auch verkaufen dürfen. Waren denn schon mal sowas wie Polizei hier im Laden wegen so Rauchgeräten oder so? Nee, deswegen eigentlich nicht. Da haben wir gar keine Probleme wegen Rauchgeräten. Schön, ja. Die dürfen wir verkaufen. Schön. Gar kein Problem. Na guck, dann ist Bayern dann auch nicht ganz so streng. Ja. So, Andi, jetzt setzt du Punkte. Genau, ich setze jetzt also die Punkte da rein. Das werden jetzt die Rasterfarben für euch, grün, gelb. Rasterfarben auch noch, wow. Kennt ihr nicht, ne? Nee. Hat das was mit Fußball zu tun? Richtig, ja, auch die haben Fußball gespielt. Auch Bob Marley hat Fußball gespielt. Ziemlich gut sogar. Das heißt, die setzt du jetzt einfach so da drauf, okay? Genau, die setze ich jetzt einfach so da drauf. Und dann bekommt dieser Punkt noch einen Klarglaspunkt oben drauf. Dann wirkt er viel größer und schöner. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir die Mitte einigermaßen finden. Falls wir diese nicht finden, sagen wir, es ist Kunst. Es war so gewollt. Es war so gewollt, richtig. Wiederschauen. Ciao. Ja, also man sollte eigentlich glauben, in so einem Glasladen
wird es nicht so abgehen und da wird einmal in der Woche einer reinkommen. Nee, es ist nicht so. Ich bin jetzt seit einer Stunde hier und es waren urviele Leute schon hier, die so Sonderwünsche haben und sich irgendwas machen lassen. Ich finde es klasse, das mal auch so live zu erleben, Leute. Und tut euch selber mal einen Gefallen. Schaut mal selber in so einen Laden rein. Geht mal da rein, schaut euch mal die Sachen vor Ort an, sprecht mal mit den Leuten, ja, die haben was zu erzählen, die haben was zu zeigen. Das lohnt sich immer, wirklich. Genau, wenn ich jetzt noch was dazu sagen darf, wir werden ab 2020 einen Online-Shop online haben. Sehr schön. Wow, sieht schon Hammer aus, das Teil. Was so Glaspunkte ausmachen können, ne? so kleine, wie sagt man? Nuancen. Nuancen, genau. Felix kennt sich aus, ja. Aber auch diese Menge, die du da drauf machst, das machst du alles immer nach Auge, ne? Jo, also es geht alles, es ist sehr viel Erfahrung. Also die erste Bong, die ich gebaut habe, die war natürlich, es war eine Bong, ja, sie war rauchbar, aber hat nach Arsch ausgesehen und war wirklich unvergleichbar mit den Dingen, die wir heute machen oder mit den Dingen, die ihr auf den Bildern sehen werdet. Na klar, zählt auch viel Erfahrung bei, ja. Aber ich finde es trotzdem stark, dass man so von, wenn man das so als Anfänger sieht, denkt man immer, es muss alles abgewogen werden und so. Aber und du bist auf alle Fälle freier in dem, was du machst. So, jetzt haben wir hier diese drei Farbpunkte drauf. Wow, schön. Auf der anderen Seite noch die Chillung dran und dann das Mundstück noch fertig machen und dann ist es fertig. Das heißt, du musst jetzt da echt ein Loch reinmachen. Du musst da jetzt ein Loch reinmachen. Ja. Ich würde mich sowas nicht trauen. Jetzt bist du schon im letzten Arbeitsschritt, wie ich hier sehe. Jo, jetzt wird noch das Mundstück fertig gemacht, dass das Gerät auch brauchbar wird. Ich verspreche dir auch, ich komme nächstes Mal im Winter. Das will ich hoffen. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Varianten. Ne? Die einen mögen es dicker, die einen breiter, enger. Oh. Ja. Dann natürlich das auch zum in den Mund nehmen machen, ja, aber das ist vielleicht eher, ist eher was für Frauen. Ja. Wow, Leute, das ist so warm, ihr habt keine Ahnung. Ihr braucht echt jetzt, ihr sitzt wahrscheinlich vorm Ventilator, habt ein schönes, gekühltes Getränk in der Hand und denkt euch, schöne Bilder. Es ist also 45 Grad hier, sage ich euch, vor dem Gerät. Wow, schöne Arbeit. Und eine ruhige Hand muss man auch haben, ne? Jo, aber die kriegt man mit der Zeit. Also nach zwei Tassen Kaffee in der Früh kannst du mich vergessen. Also kein Kaffee für mich am Morgen, weil dann bin ich raus. Okay. Für diesen Job. Interessant. Wow, schön. Jo, fertig. Fertig! Auskühlen und dann ist gut. Das heißt, es ist mal die Grundarbeit fertig. Das heißt noch nicht, Leute, dass das ganze Gerät jetzt fertig ist. Ja. Genau. Natürlich kommt jetzt noch das Schillo. Man muss noch einen Kopf machen. Und jetzt kommt auch noch Nacharbeit. Und das zeigen wir euch jetzt mal kurz. Fette Anlagen hier, ne? Wow, was ist das da hinten in der Ecke? Das ist auch ein Ofen? Das ist ein Brennofen für Flachglas, ja? Also da kann man Fusen machen, also Fusing-Scheiben. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Nee, sagt mir nichts. Ja, nee, also man kann Flachglasscheiben da hineinlegen und absenken oder farbig machen. Also große Objekte auf jeden Fall. Machen, genau.
Und das ist jetzt ein Ofen für kleinere Objekte. Das ist jetzt der Temperofen, in dem die Bong jetzt nochmal reinkommt und nochmal komplett auf gleiche Temperatur gebracht wird. 550 Grad. Und somit ist dieses Teil dann... Das macht man dann, damit die nachher diese Kälte, Wärme Sachen ertragen können und dann nicht springen, nicht reißen? Oder? Genau, richtig. Also sie wird entspannt. Das ist jetzt der Spannungsprüfer, in dem ich überprüfen kann, ob das Glas spannungsfrei ist. Meistens nach dem Arbeiten ist es nicht so. Man sieht also an den verschiedenen Farben, dass es sehr verspannt ist. Wenn das Glas nur eine Farbe hat, dann ist es nicht mehr verspannt und es ist quasi bruchsicher. Okay, also wenn ich bunte Farben sehe, wie bei LSD, bin ich also unentspannt. Und wenn es gut entspannt wäre, dann wäre es zum Beispiel ein Blauton oder ein Rotton oder wie? Genau, richtig. Okay. Super. Das ist der Entspannungsofen. Entspannungsofen, kennt ihr den? Diese Pfeife hat jetzt überall verschiedene Spannungen in sich und durch diesen Ofen kommen diese Spannungen raus und ist dann fast unkaputtbar. Super. Gerne. Ja, dann rein damit. Jawohl. So, wie lange müssen wir jetzt warten? Das dauert jetzt 1,5 Stunden, bis der hochgeheizt hat. Auf die genaue 550 Grad. Okay. Dann noch eine Stunde abkühlen. In der Zwischenzeit brauche ich das Chill um und den Topf und dann ist fertig. Du brauchst doch mal eine Pause, Junge. Ja, nee. Da gibt's keine Pause. Wie sieht das jetzt eigentlich aus, wenn ich mir gerne bei euch eine Bong bestellen möchte und die aber jetzt gar nicht so im Regal steht. Das heißt, wie funktioniert das? Müsste ich dich anrufen und sagen, mach mir eine Bong, da muss unten so ein Bauch dran sein? Oder wie läuft das? Im Prinzip ja. Also eine Zeichnung, ja, wirklich. Also eine Zeichnung wäre natürlich immer sehr gut. Aber wenn du eine grobe Vorstellung hast, dann versuchen wir das Beste draus zu machen. Vor allem stelle ich mir auch die Preiskalkulation gar nicht so leicht vor. Wenn ich jetzt sage, ja, ich will eine Bong, die ist ungefähr 40 cm. Da will es unten Bauch dran, ich will einen Panzerschliff dran haben und die soll oben am Mundstück krumm sein und die soll noch 3 Farben drin haben. Kannst du mir jetzt einen Preis so sagen? Auf alle Fälle, ja. Also wir können, wir haben schon immer so das grobe Bild dann im Kopf, auch die Größe und dann kann ich dir nach kurzer Überlegung einen Preis sagen. Okay, super. Also Leute, wenn ihr solche Wünsche habt, dann freuen die sich hier von Glaspunkt natürlich von euch zu hören und das geht. Wie wir einblenden, könnt ihr euch an die Jungs wenden. Danke. Ja Leute, wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen. Und diese Bong, wie versprochen, könnt ihr jetzt gewinnen. Schaut auch selber auf dem Kopf, hat er noch 3 Punkte gesetzt. Richtig schön, richtig fein, richtig deutsche Handwerkskunst. So soll es sein. Ja, was ihr dafür tun müsst, um diese wunderschöne Bon von Glaspunkt zu gewinnen, ist folgendes. Wir möchten, dass ihr in den Kommentaren eine Raute Glaspunkt schreibt. Dann könnt ihr diese Bon gewinnen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Viel Glück beim Gewinnspiel.